Hallo und willkommen. Mein Name ist Angelika Winkelhofer und in diesem Video möchte ich dich einladen, das Enneagramm nochmal über die Archetypen kennenzulernen. Das ist jetzt ein kleiner Einblick, den ich dir gebe. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann komm gerne zum Jahreskurs dazu, da gibt es ein ganzes Kapitel über die Archetypen. Ja, schön, dass du da bist. Also, was sind Archetypen? Ein Archetyp ist ein Idealbild. Zum Beispiel Goethe hat das Idealbild einer Pflanze bezeichnet als Blätter, Stängel, Blüte. Das ist eine Pflanze. Und wenn du so in die Natur guckst, haben das alle Pflanzen. Aber es gibt nur ganz wenige, die exakt diesem Bild entsprechen. Ja, Bäume haben ganz andere Blüten, aber sie haben auch Wurzeln, Stängel, Blätter, Blüte. So. Und das bezeichnet das eigentlich ganz gut. Die individuelle Ausformung ist ganz unterschiedlich, aber das Grundmuster bleibt bei dem Archetypen immer gleich. Wie kann dir jetzt das Wissen, das Verständnis vom Archetypen des Enneagramms Freiheit schenken? Wenn du anfängst, deinen Archetypen zu verstehen und mitkriegst, okay, wo benutze ich den? Wo benutzt er mich? Und was hat das mit meiner Weltsicht zu tun? Und gibt es was ich daran ändern möchte, sodass du in diese Rolle des Archetypus hineinschlüpfen kannst, aber auch wieder hinausschlüpfen kannst? Oder sie vielleicht ganz neu für dich definieren, weil es gibt natürlich, auch wenn du eine bestimmte Pflanze bist, eine Pflanze-Archetyp oder ein Fisch-Archetyp, kannst du das ganz unterschiedlich für dich interpretieren und ganz unterschiedlich leben. Und wenn du diese Freiheit hast, das unterschiedlich zu leben, dann fühlt sich das Leben leichter an. Und diese Freiheit kommt auch mit, okay, so fühlt sich das an, wenn ich ganz in dieser Rolle bin. So fühlt sich das an, wenn die Rolle das Kommando übernimmt. Und so fühlt sich das an, wenn ich die Rolle gerade mal benutze oder heute mal eine andere Rolle spiele oder vielleicht auch gar keine. Oder die Rolle immer weniger mein Leben dominiert, wenn ich sie gerade nicht nötige. Also was sind das für unterschiedliche Archetypen, die wir da haben? Und was für eine Rolle spielen sie in deinem Leben? In diesen Videos gebe ich dir einen Hinweis darüber, wie ich das verstehe, wie ich das erlebt habe in den vielen Jahren, die ich mich jetzt mit dem Enneagramm beschäftige. Weil das Enneagramm lebt immer von deiner Rückmeldung. Und daher freue ich mich besonders, wenn du eine Anmerkung schreibst, ob du deine Fixierung kennst und wie du diesen Archetypus erlebst. Die 9, zentrale Körperfixierung, hat den Archetypus der Heiligen. Und es ist manchmal die Heilige und manchmal die Scheinheilige. Und was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass in dem Heiligen es tatsächlich sowas gibt wie ein Gewähren. Und in dem Scheinheiligen gibt es etwas wie ein sich anpassen oder etwas dulden. Und die 9 kann sehr viel dulden. Das macht aber weder das Leben für die anderen noch für die 9 selber wirklich glücklich. Aber etwas zu gewähren, dafür braucht es inneren Raum. Wenn ich etwas gewähren will, bewusst Ja sagen, dann muss ich auch Nein sagen können. Das heißt, ich muss auch etwas verweigern können oder etwas zerstören können. Und die perfekte Heilige dafür ist die Göttin Kali bei den Indern. Der Archetypus der Achterfixierung ist die Kriegerin. Und wenn Krieg ist, ist es gut, eine Kriegerin zu sein. Aber wenn gerade kein Krieg ist, Der Achterfixierung geht es oft so, dass sie sehr vieles als Angriff erlebt, weil sie eben mit dem Körper identifiziert ist. Und wenn da jemand in das Gebiet reinkommt, dann ist es ein Angriff, eine territoriale Geschichte. Und ein Angriff, da gibt es wenig Toleranz. Und deswegen ist es sehr leicht im Kriegszustand. Ja, wenn das Territorium nicht geklärt ist, gibt es immer so Rangeleien. Das können wir überall auf der Welt beobachten. Und dann ist immer ein bisschen Krieg.
was schade ist. Am schlimmsten für die Achterfixierung ist es, wenn sie gegen sich selber kämpft. Wenn sie gegen ihre eigene Lebenslust und ihre eigene Energie ankämpft, weil sie sich dann wirklich ihrer Kräfte beraubt. Und das ist immer sehr, sehr schade. Also, da mehr Freiheit zu haben, wäre wundervoll. Wir haben dann die Eins nach innen gewendete Körperfixierung. Und bei der nach innen gewendeten Körperfixierung ist der Archetypus die Herrscherin. Und bei der Herrscherin gibt es eine gerechte Herrscherin und eine selbstgerechte Herrscherin. Jemand, der die Welt verbessert und jemand, der einen Weltverbesserer ist. Und was genau ist der Unterschied? Der Unterschied ist, wenn du den Zorn, die Lebensenergie, die in dir steckst, nicht versuchst zu beherrschen, sondern versuchst zu beherrschen. Und das macht eine gute Herrscherin aus. Und das ist das Kunststück, was die Eins zu bewältigen hat. Kommen wir zu den emotionalen Fixierungen und deren Archetypen. Wir beginnen mit der Dreierfixierung. Das ist die zentrale emotionale Fixierung. Die emotionalen Fixierungen haben mit Scham zu tun. Und so wie die Neun mit Unaggressivität und fehlender Wut und fehlendem Aggressore zu tun hat, so hat die Drei mit Schamlosigkeit zu tun. Weil die Drei ist der Magier. Und der Magier kann dir vormachen, wenn er der nackte Kaiser ist, dass er Kleider anhätte. Das Problem dabei ist, dass die Drei sich in ihren eigenen Illusionen, die sie eigentlich für die anderen gemacht hat, dass die auch zu ihrer Fassade werden und sie dann überhaupt nicht mehr mitkriegt, bin ich das jetzt oder ist das eigentlich nur meine Fassade? Und das ist das Tragische bei der Dreierfixierung. Bei dem sonst so magischen. Die nach außen gerichtete emotionale Fixierung ist die Zwei. Und die Liebe, die sich nach außen verströmt, ist die göttliche Mutter. Und darunter ist aber ganz viel Scham und Wertlosigkeitsgefühl. Und je wertloser ich mich fühle, desto eine bessere Mutter muss ich sein, um zu bescheinigen, dass ich doch nicht wertlos bin. Und die eigentliche Mütterlichkeit hat aber ja natürlich damit nichts zu tun. Und dazwischen spielt sich aber die Zweierfixierung ab. Wenn wir uns der Viererfixierung zuwenden, der nach innen gewendeten emotionalen Fixierung, dann hat die Viererfixierung sowas wie eine innere Bühne. Und auf dieser inneren Bühne wird immer ein Kunstwerk präsentiert, weil die Vier ist ein Künstler. Und dieser Künstler ist selber das Kunstwerk. Das eigene Leben ist das Kunstwerk. Der Schnörkel noch hier oder da, das ist das Kunstwerk. Und das macht das Leben der Viererfixierung aus. Das macht es schön, aber manche Kunststücke sind eben auch tragisch. Und da kann sich die Vier drin verfangen und dann lebt sie ein tragisches Stück immer und immer wieder. Und ja, dann ist das mit der Kunst nicht mehr ein schöner Flow, sondern ein tiefer Abgrund. Bei den mentalen Fixierungen haben wir als zentrale mentale Fixierung die Sechserfixierung, die Heldin. Und natürlich muss ich mir die Frage stellen, warum, wenn ich eine Sechserfixierung habe, muss ich die ganze Zeit eine Heldin sein? Und ich muss dann eine Heldin sein, wenn die Welt feindlich ist, wenn ich mir in meinem Geist all die paranoiden Dinge über die Welt ausgemalt habe, dann ist es schon ein Abenteuer, auf die Straße zu gehen und ein Wagnis. Dann muss ich all meinen Mut zusammennehmen, all meinen Heldinnenmut und auf die Straße gehen. Das ist ja eigentlich nicht die Welt. Also es gibt Fixierungen, die würden widersprechen, der Sechs, dass die Welt die ganze Zeit ein gefährlicher Ort ist. An diesem Heldinnen-Epos oder Heldinnen-Mythos können wir sehen, wie die Enneagrammfixierung dafür sorgt, dass du die Welt wirklich mit deiner Brille siehst, mit deiner
Verzerrung der Wirklichkeit. Und das sehen wir an den Archetypen sehr, sehr schön und sehr deutlich. Und auf verschiedene Weise versucht die Sechs heldenhaft mit ihren Ängsten umzugehen oder sie gar nicht wahrzunehmen, je nachdem. Aber oft ist das, wovor sie sich fürchtet, nicht wirklich gefährlich. Und die eigentlichen Ängste werden mit dieser Art von Heldenkarikatur auch nicht berührt. Dann haben wir die nach innen gewendete mentale Fixierung. Da haben wir die 5. Und die 5 können wir als Eremiten oder als mystischen Philosophen bezeichnen. Ja, weil der Eremit sucht ja auch was Göttliches und der mystische Philosoph sucht einfach die Sicherheit im Wissen. Und der Eremit die Sicherheit in der Zurückgezogenheit von der Welt, vom eigenen Körper und in der Verbindung mit dem Göttlichen, mit nicht unbedingt mit einer Gotteserfahrung, sondern mit dem Verstehen von Gott und dem Suchen nach Gott. Das kann dann manchmal in einer Gotteserfahrung münden, die ist dann für die Fixierung natürlich erschütternd. Denn bequem ist es in so einer Eremitage in der Regel nicht. Aber das ist auch nicht, worum es geht. Der Körper ist eher so ein leidiges Mitgeschleppsen. Und dann haben wir noch die 7. Die 7 ist die Närrin, der Narr, das magische Kind. Für dieses magische Kind oder für den Narr, für die Närrin ist alles möglich. Shift happens, Veränderung geschieht. Das ist das Mantra von diesem Archetypen. Ja, ich kann mit dem Kopf nach unten, mit den Füßen an einem Ast angebunden rumhängen und kann die Welt schön finden und mir die Sonne aufs Haupt scheinen lassen. Und ich kann so wie Hänschen klein in die weite Welt hineingehen und bin wohlgemut. Und dann gibt es manche 7, wenn Mutter dann weint, gehen sie noch weiter weg und andere 7 dann kommen wieder zurück, wenn Mutter oder Vater weint. Das ist ein bisschen verschieden, aber im Prinzip ist das ein Hänschen klein. Und manchmal ein Hans im Glück. Und, aber das wesentliche Merkmal ist vielleicht Wohlgemut. Und das kann man ja sowohl für die närrischen als auch für die kindlichen Menschen sagen. An diesem Abend ist deutlich geworden, dass du mit den Archetypen womöglich sehr gut deine Enneagrammfixierung entdecken kannst. Und wenn du jetzt nochmal die Bilder anschaust und dann am Ende nochmal das Enneagramm-Symbol mit all diesen Archetypen, die da drin stehen, so nochmal die Augen schließen und wenn du deine Fixierung noch nicht kennst, kann es sein, dass es dir ganz leicht fällt, dass eins von den Bildern dich besonders anspricht, weil die Archetypen bewegen uns auf eine besondere Weise. Und ja, neben dem, dass du vielleicht deine Lebensweise mit diesem Archetypen nochmal besser verstehst und dass es deine Fixierung ist, und kann es dann eben noch den Effekt haben, dass du vielleicht deine Fixierung erkennst, wenn du sie noch nicht kannst. Also ein wunderbares Geschenk, die Archetypen und dass wir uns damit so auseinandersetzen können. Ja, wenn du magst, nimm dir nochmal 1-2 Minuten Zeit, spür das nach, fühl dahin, wie fühlt sich das an, diesen Archetyp als dein Lebensinhalt wahrzunehmen. Und ich freue mich, wenn wir uns in echt sehen, entweder dienstags abends oder mal am Wochenende, zum Enneagramm-Wochenende im Oktober. Ich freue mich aber auch, wenn du einfach einen kurzen Kommentar oder mir eine E-Mail schreibst, wie du deine Archetypen erlebst. Und ja, sei gerne in der Jahresgruppe dabei. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, wann auch immer das ist. Komm, wie du bist.